Yo Leute, es wird Zeit, dass ich euch das neue Free-Item von NHL zeige, weil ich hab's euch ja beim letzten Mal gezeigt. Das ist es. So, das war's mit dem Video. Nein, ich zeige euch natürlich auch, wie man es bekommt. So, wir gehen einmal rüber zum NHL Blast. Da steht New Item. Gehen wir einfach mal rein, um uns dieses neue Item auch zu gönnen. Dann gibt's wie beim letzten Mal wieder ein Ladebildschirm. Wenn ich meine Maus sehen würde, könnte ich auch auf Überspringen drücken, aber ich kann die Maus nicht sehen. Wow. Drücke Q, um den Cursor umzuschalten. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie ich meine Maus frei bekomme. Und alles, was wir machen müssen, ist 30 Goals schießen. Ich glaube nicht, dass diese Tore hier zählen. Wir müssen schon ein richtiges Spiel spielen. Außerdem müssen wir 20 Spieler taggen, also abballern. Eine New Jersey Number im Locker Room auswählen. Und uns im Locker Room anziehen wie Leute von New Jersey scheinbar. Die Quests stehen oben links, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Um uns dann wie New Jersey zu kleiden, müssen wir einfach mal hier hochgehen. Oben links findet ihr dann den Locker Room, also die Umkleide. Umkleideraum steht da auch im Deutschen drauf. Gehen wir hin, drücken E und wählen irgendwas aus, wo New Jersey draufsteht. Zum Beispiel New Jersey Teufel hier. Das nehmen wir. Dann klickt ihr hier noch auf Zahlen, wählt irgendeine Zahl, zum Beispiel 69. Bestätigen, ausrüsten. Und wenn ihr dann eine Zahl und New Jersey tragt, kriegt ihr hier unten ein Abzeichen. Und daran seht ihr, dass es richtig war. Ihr geht auf Verlassen und jetzt spielen wir einfach mal ein Spiel. Indem wir auf Spiel beitreten gehen, dann warten wir 20 Sekunden noch. Na gut. Hey, warum steht da 99 bei mir? Ich habe doch 69 gewählt, oder nicht? Schlechtes Spiel. Naja. So, und angekommen im Spiel. Wer das letzte Video kennt, weiß, wie es geht. Einfach rüberlaufen zum gegnerischen Tor. Ich bin jetzt mal Team Blau. Warte erstmal, die Gegner hier taggen. So, wenn er sie abballert, sterben sie. Haha. Nein, nicht mich taggen. Ich wurde getaggt. Frechheit. So, die Gegner dominieren uns. Aber es ist in Ordnung. Ihr habt nämlich zwei Aufgaben. Erstens 20 Gegner töten. Und andererseits 30 Tore schießen. Also erstmal hier diesen Typen töten. Komm, lass dich töten. Man muss sie halt zweimal hintereinander treffen. Der erste Schuss betäubt, der zweite Schuss taggt scheinbar. Und dann sind sie weg. Und aus irgendeinem Grund treffe ich nicht mehr. Es könnte vielleicht daran liegen, dass das Spiel inzwischen etwas älter ist. Und jetzt mehr Leute das Spiel spielen, die schon mehr Ahnung davon haben. Ach, komm schon. So, ich meine markiert. So, dann laufen wir rüber zum Tor und schießen einfach mal ein Tor. Damit haben wir unser erstes Tor. Wir brauchen 30 Tore, also haben wir noch einiges vor uns. Ich laufe jetzt einfach durch. Wenn ich taggen kann, tagge ich. Das war's, so markiert. Nein, nicht mich markieren. Ach, come on. Aber an sich ist es ziemlich einfach. Ihr müsst doch rüber zu den Gegnern. Ihr könnt springen, ihr könnt mit R, aus irgendeinem Grund mit R, speeden und mit Linksklick schießen. Und wie es am Handy ist, habe ich keine Ahnung. Aber es geht bestimmt auch. So, dann speeden wir hier mal durch. So. Oh, wenn ich Linksklick gedrückt halte, kann ich sogar zielen. Lol. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer geschossen und dachte, ja, das macht man so aus der Hüfte. Aber ich kann zielen. Aber ich glaube, ich schieße trotzdem weiter aus der Hüfte, weil ich habe das Gefühl, ich treffe dadurch besser. So. Tor! Yeah. Ich muss schnell los. Nein, ich wurde markiert. Hallo? Achso, ich war schon markiert. Na gut. Die Gegner sind übrigens hart am Dominieren. Ah, das liegt nicht an mir. Das liegt an den an meinen Mates, die sich die ganze Zeit taggen lassen und keine Tore schießen. Ich laufe durch und ich schieße meine Tore. Leider kriege ich trotzdem eine Niederlage. Gehen wir auf nächste und wir zocken dann einfach weiter. Nachdem ihr ein Match gespielt habt, kommt ihr wieder zurück in die Lobby. Erstmal müssen wir warten, bis das hier alles durch ist. Langsam. Ah ne, ich kann direkt weiter zocken. Perfekt. Und oben links sehen wir, wie es aussieht. Ich habe schon 8 von 20 Spieler getaggt und 4 von 30 Tore geschossen. Daran sehe ich, ich muss mehr auf Tore schießen gehen und weniger auf Taggen gehen. Verstehe ich. Weiter geht's. So, jetzt bin ich Team Rot und die Gegner sind Team Blau. Das ist so eine Besonderheit, auf die man achten muss, dass man selbst seine eigene Farbe wechselt und dann darauf achten muss. Voll doof. Kenne ich nicht aus Videospielen. Los geht's. Also, die ist rot. Ja. Seht ihr? Auf solche Sachen muss ich achten, dass ich jetzt auf die blauen Leute schieße. Nein, nicht mich betäuben. Ich laufe einfach durch. Und baller natürlich die Blauen ab, die meine Mates hier abbauen. Nein, mich nicht. Hahaha, mich triffst du eh nicht. Aber ich treffe ein Tor. Was willst du tun? Was willst du tun? Also in dem Spiel ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann, Torwart spielen. Weil man muss Tore schießen, um zu gewinnen. Und um Tore zu schießen, muss man rüberlaufen zum gegnerischen Tor. Man kann nicht wirklich verhindern, dass die Gegner ein Tor schießen, nur weil sie einem zu nahe kommen. Also sollte man das sein lassen. Mit dem vor dem Tor warten, um Leute zu taggen. Das bringt einem nicht viel. Es bringt viel mehr, wenn man durchspeedet und die Leute auf seinem Weg nach vorne abballert. Guck mal, die ist durch, dann ist sie durch, dann hat sie ihr Tor verdient. So einfach durchlaufen und dann Tor schießen. Bam, easy ist es. Und die zwei Leute haben noch versucht, mich zu taggen, haben sie aber nicht geschafft, weil ich einfach durchgelaufen bin. Und in der verschwendeten Zeit hätten sie auch ein eigenes Tor schießen können. Und die nächste Niederlage, 150 zu 360. Wow.
Also ich bin absolut im Verliererteam, aber wir müssen ja nicht gewinnen, sondern einfach nur Tore schießen. Und je länger man spielt, desto mehr Tore kriegt man auch hin. Und ich glaube, ich sollte gar nicht mehr aufs Taggen gehen, weil ihr seht, das Taggen passiert automatisch. Aber das Tore schießen nicht wirklich. Also mehr auf Tore gehen. So, jetzt bin ich wieder Team Blau und los geht's. Ich gehe einfach vorbei, die Gegner haben gar nicht gesehen, dass ich komme. Und da habe ich mein erstes Tor. Die Gegner schießen wahrscheinlich jetzt auch hunderte Tore, weil keiner meiner Mates ist mitgekommen. Die denken gar nicht daran, Tore zu schießen. Das ist der Grund, warum ich verliere. Falls ihr irgendwann mal in dem Spiel gewinnen wollt, schlage ich euch vor, wenn ihr im Verliererteam seid, verlasst das Match und geht in ein neues Match, bis ihr im Gewinnerteam seid. Weil es scheint so zu sein, dass die Teams hier nicht gewechselt werden. Ja, danke, ihr habt mich betäubt, aber ich habe schon ein Tor geschossen, oder? Also mein Puck war im Tor drin. Hat das Tor einfach nicht gezählt? Was? Frechheit. Ich gehe aber hier einfach über die Flanke rüber, betäube sie, weil sie mich betäuben wollte und dann schieße ich ein Tor. Man hat 5 Pucks, die sollte man auch nutzen. Deswegen, ich gehe hier immer schön außen über die Flanke. Das scheint keiner zu sehen, wenn ich hier komme. Ziel und ein Tor, bevor sie mich sehen konnten. Diese 2 Torwarte sind so sinnlos, die bringen dem gegnerischen Team nichts. Und jetzt ist sie hochgekommen, um zu verteidigen gegen mich. Ich habe sie weggemacht und ein Tor geschossen, bevor der 2. Torwart kommen konnte. Und jetzt werde ich einfach mal rechts lang gehen, weil sie rechnen ja inzwischen damit, dass ich immer links rüberkomme. Also gehe ich einfach mal hier lang und... Oh, das war daneben. Nein! Oh Gott! Das war so knapp daneben. Schade. Und noch ein Tor. Das habe ich gesehen, dass du von da kommen wolltest, mein Freund. Ich kann sogar da unten lang. Wow, ich will da unten lang. Wie die auf mich schießt. Haha, jetzt seid ihr im Loch. Sie sind mir einfach hinter... Nein! Ich dachte, ich lock sie weg. War wieder eine Riesenniederlage. Und weiter geht's. Ich glaube, hier wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger mit dem aggressiven Gegnerteam. Weil ich glaube, hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten, die Gegner zu umlaufen. Und ich habe kein Interface, das mir zeigt, welche Tore ich habe. Aber vielleicht jetzt nach dem ersten Tor? Ich meine, wann ich... Nein, ich habe kein Interface da unten. Was ist denn das? Da steht bei mir die ganze Zeit respawnen, hä? Ich sehe nicht, wann ich speeden kann und wie viele Pucks ich habe. Egal, ich bin ein Profi, ich brauche das nicht. Ich habe das im Gespür. Und noch ein Tor. Tja, mein Tor war schon drin, Jungs. Und schon wieder drin. Daneben geschossen. Ach, wie sie immer auf mich daneben schießen. Und wie die jetzt viel stärker dabei sind, ihr Tor zu verteidigen. Also vielleicht wurden die Spieler inzwischen durchgewechselt, weil das Gegnerteam, das ist gar nicht mehr so aggressiv, wie ich es in Erinnerung hatte. Sagt er und wird markiert, weil er jetzt einmal jemanden gesehen hat, der durchrusht und sich auf den konzentrieren wollte. Warum ist da jemand Rotes, der auf sein eigenes Tor schießt? Aber ich habe unten wieder mein Interface, wie schön. Ach, ich schieße immer auf die Roten, wenn ich sie sehe, weil ich denke, Rot, Gegner. Und das wird mir zum Verhängnis, wow. Guck mal, die beiden Gegner, die hier hinten bleiben, sind komplett nutzlos für das gegnerische Team. Weil ich kann einfach an denen vorbeischießen ins Tor rein. Und... Jetzt sind so viele Leute vor dem Tor, ich betäub sie alle, aber wow. Das war schwierig zu treffen, weil gerade nicht nur Gegner, sondern auch Verbündete vor dem Tor stehen. Und ich war tatsächlich der Gewinner. Mit dem letzten Tor. Mein Tor hat dann noch den Sieg gebracht, wow. Ja, versucht mich mal hier oben abzuschießen, Verteidiger. Viel Erfolg. Und Tor. Guck mal, die ist wirklich von der Hälfte der Map zurückgelaufen bis zu ihrem eigenen Tor, um ihr Tor gegen mich zu verteidigen. Wird dann noch markiert von mir. Und ich schieße das Tor. Also verteidigen auf Krampf ist wirklich nicht der Way to go, Leute. Ich laufe einfach vorbei. Was wollen die machen? Auf mich schießen? Können sie versuchen. Guck mal, wie ich den Torwart abgeballert habe. Den habe ich auch nochmal weggemacht. So vorbeilaufen auf jemanden schießen kann man auf jeden Fall machen. Aber es gibt dann immer das Risiko, dass man selbst getroffen wird, wie ihr eben gesehen habt. Da hatte ich Glück, dass ich schneller meinen Puck hinterher schießen konnte. Und Tor, nachdem ich markiert wurde sogar noch. Hä? Ich bin Team Blau. Was macht mein Blauer schon wieder auf dem Weg zu unserem Tor? Und Tor. Was? Da liegt irgendwie ein Stein auf dem Boden. Jetzt hat es erst gezählt? Keine Ahnung, vielleicht darf man nicht so auf große Distanzen Tore schießen. Kann ja sein. Und... Oh, das war oben rüber, das war unten rein. Hä, ich hab ein Tor. Ey, der zweite war unten rein, ihr habt's doch gesehen. Ach, komm schon. Und der, was der macht, ich hab keine Ahnung. Was die macht, habe ich auch keine Ahnung. So, das hat jetzt doch gezählt, das Tor. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht darf man ausgerechnet dieses weiße Part unten im Tor nicht drin treffen oder so. Aber gewonnen. Und weiter geht's. Hä? Okay, jetzt. Ich glaube, man muss das Netz treffen. Und wenn der Puck vorher den Boden berührt, zählt es scheinbar nicht.
So funktioniert das, glaube ich, hier. Ach, ich bin Team Rot. Warum bewegt die sich so komisch? Ich denke immer, dass das Gegner sind, wenn die so komisch in Richtung des eigenen Tors laufen. Tor, was willst du tun? Was willst du tun, Bro? Der hat extra noch so auf mich gewartet, um mich dann zu überfallen hinter der Ecke, aber ich bin vorbeigelaufen. Was wollt ihr gegen einen epischen Zocker wie mich machen, wa? Gar nix. Ich bin ein zu epischer Zocker. Seht ihr? Da seht ihr, wie der Tisch sich dreht. Gegner schießen gar keine Tore mehr. Warte, gleich kriegen sie wieder eins. Nee, scheinbar doch nicht. Und ich laufe einfach in die Maschine rein, weil ich nach oben auf die Tore geguckt habe. Ach Mensch. Und ich glaube, wir dominieren jetzt so hart, weil niemand da hinten ist, um das Tor zu verteidigen. Jetzt gehe ich einfach hin und greife deren Tor an. Und hab ein Tor. Du stehst wirklich da oben und versuchst Leute zu snipen. Das ist so schwierig. Weißt du das überhaupt? Naja. Yeah! Nächstes Match. Und wenn ich in dem Match nicht so lazy gewesen wäre, hätte ich jetzt schon das Item gehabt, aber ich muss noch ein Match spielen. Weil, ihr seht, wenn es dann endlich gleich kommt, mir fehlen noch zwei Tore. Hä? Die Rampe hat nicht funktioniert. Und mein zweites Tor. Und das hat jetzt super lange gedauert, weil ich es erst chillig angehen wollte und einfach durchgelaufen bin. Aber die haben die ganze Zeit auf mich geschossen und mich getaggt. Was soll denn das? Deswegen musste ich jetzt doch nochmal ein bisschen aggressiver spielen und die Gegner taggen, wie sie an mir vorbeilaufen, bevor sie mich taggen. Ich würde niemanden von euch taggen, wenn ihr das nicht mit mir machen würdet. Seht ihr? Ich laufe einfach hier oben lang. Aber der wollte mich wirklich haben. Egal, ich habe das Abzeichen bekommen, Siegesserie, super cool. Dass ich die Yeti-Maskottchen-Quest abgeschlossen habe. Jetzt habe ich gar keine mehr abgeschlossen oder was, ich gehe auf verlassen. So, ja, die Yeti-Maskottchen-Quest ist weg. Dementsprechend müsste ich das Yeti-Maskottchen jetzt auch haben. Wir gucken einmal nach, gehen nochmal auf das Yeti-Maskottchen, aktualisieren die Seite und Item im Besitz, perfekt. Was ich schade an dem Item finde, ist, dass es kein Head ist, sondern ein Shoulder-Pad. Ich hätte es gerne als Kopf gehabt, aber man kann ja nicht alles haben. Ciao.